Sie alle haben es ja nicht wagen können, sich an die Öffentlichkeit zu zerren. Sie hätten es nie gewagt, sich von kranken Leibern umgeben zu lassen und ihnen den richtigen Weg zu zeigen, weil sie nicht können. Irdisch gesehen bin ich doch nur ein kleines Menschenkind. Bin auch nur ein Handwerker. Ich stamme nur aus einer ganz armen Familie. Ich habe keine hohe Schulbildung, wie Sie meistens sie gehabt haben oder noch haben. Ich brauche das alles gar nicht. Ich brauche keine Bücher lesen. Ich brauche nicht auf Menschen hören. Aber eines habe ich nötig. Auf den zu hören, zu denen ich gehöre. Und ich weiß, Sie gehören auch dazu. Dass ich die Wahrheit in mir aufnehme. Dass ich in dieser lebe. Und ihnen das dann gebe, was wirklich Wahrheit ist, von der sie sich überzeugen können. Gehen Sie doch heraus. Sie brauchen nicht sagen, Sie können es, aber Sie werden von Menschen umgeben. Jetzt tun Sie es. Dann stehen Sie da. Was soll ich tun? Ja, Sie stehen da in keiner Führung. Sie haben ja keine Verbindung aufgenommen. Sie sind ja nicht darauf vorbereitet. Sie haben ja nichts in sich. Dann würden Sie versuchen, wie es heute leider viele solcher Scharlatane gibt. Nicht von einer, sondern von vielen Seiten. Diesen Titel, das Wort, hat man mir auch zugelegt. Aber das schadet ja nichts. Denn was die Menschen in sich haben, können sie nur von sich geben. Demnach, wie ich von Menschen verurteilt worden bin, bin ich der schmutzigste Mensch auf dieser Erde. Aber ich gebe den Menschen, der Menschheit, die Gelegenheit, sich von dem zu überzeugen. Nicht einmal die Herren der obersten Behörde, der obersten Justiz wissen Wahres. Denn sie sind ja nicht in der Wahrheit groß geworden. Sie hören sich auf Gaukeleien, auf Schwätzereien. Ich muss sagen, auf Waschweiber hören sie. Und diese wählen sie einem als Zeuge. Daran glauben sie. Demnach sind sie weniger als ein Wasch, als ein Flaschweib. Das ist die Wahrheit. Und ich frage Sie, Freunde, haben Sie noch nicht genug an sich selbst erlebt? Haben Sie noch nicht genügend Erfahrung gesammelt? Ist es Ihnen nicht wert, dass Sie von der Bibel frei werden? Oder glauben Sie, Sie werden sich versündigen, wenn Sie jetzt wirklich an Gott und an alles Gute, das er für den Menschen bestimmt hat, glauben? Glauben Sie, das ist Sünde? Glauben Sie, das ist ein Unrecht? Glauben Sie, dass das Unheil über Sie kommt? Nein, das Heil kommt über Sie. Aber davon müssen Sie sich überzeugen. Das ist Ihre Aufgabe, nicht meine. So Sie folgen, dem Sie, dem alle Menschen zu folgen haben, die werden mit Erfolg gekrönt sein. Es ist sehr leicht, wie ich zuvor schon sagte, wirklich frei zu werden, sich wirklich loszusagen. Nun müssen Sie wirklich zu Ihrem Wort stehen. Ich verlange ja nicht. Ich versuche auch nicht, Sie zu beeinflussen, dass Sie sich vom Bösen lösen sollen. Ich ersuche Sie. Deshalb, weil ich weiß, dass Sie das Gute nicht nur heute und nicht nur morgen, sondern immer nötig haben. Nicht nur für sich selbst, sondern auch schon für ihre Nächsten. Und dass auch Sie einmal so ein Glücksgefühl haben möchten, wenn Sie hier und dort einem Ihrer Nächsten helfen können, wenn Sie dazu imstande sind. Wenn ich nur im Kleinen genommen das hervorziehe, wie oft haben auch Sie schon vor einem Ihrer Nächsten gestanden, der einen total abgewrackten Körper hatte, der größte Schmerzen ausgesetzt war,
haben sie vor sich hingesagt, wenn ich denen nur helfen könnte, würde ich ihnen helfen. Ich würde mein ganzes Leben für ihn arbeiten. Ich würde auch das Leid in mir aufnehmen. Aber wie? Ja, Freunde, das wie, darauf kommt es an. Wie dieses zustande kommt, werden Sie nach und nach wirklich hier erfahren. Viele Freunde haben es erfahren. Aber damit haben wir noch nicht alles. Das Fundament dieses Werkes beschränkt sich nicht nur auf Springer, Hameln, Hannover, Gofeld, Gießfleckchen oder Deutschland. Nein, er streckt sich auf dieser ganzen Erde. Aber überall, da muss ein Pfeiler sein, auf dem dieses Werk aufgebaut werden kann. Ein wirklich bestimmtes Fundament sein, das die richtige Mischung hat, das fest ist und das dieses Werk auch trägt. Diese Pfeiler, das sind die Zeuge, das sind diese Menschen, die von dem Heil erfasst worden sind, die das Heil erfahren haben, die zur Wahrheit stehen, die zu Gott stehen. Dann geht's weiter. Oder sollte ich das alleine alles tun? Ich reise schon nicht nur von einer Stadt zur anderen, sondern schon von einem Land zum anderen, um die Zeit nicht ungenützt zu lassen. Da setzt man mir eine Sperre ein, ich kann nicht nach Hameln kommen. Dann sage ich, da muss ich die Zeit anderweitig nützen. Aber die Zeit muss so genützt werden, dass es vielen, gar allen Menschen zugute kommt. Frage, und was haben Sie getan? Was haben Sie zumindest für sich selbst getan? Ich frage noch nicht für Ihre Nächsten. Aber ich, Freunde, bin doch nicht alleine hier. Es ist doch ein Gefolge, dann folgen Sie doch. Befolgen Sie das, was Sie für sich benötigen. Tun Sie es. Und damit werden Sie schon das, wozu Gott Sie bestimmt hat. Da folgen Sie Gott. Ich muss nicht immer hier bei Ihnen sein. Ich muss nicht immer zu Ihnen sprechen. Nein, eine Pflicht, die ich habe, es tun. Das Wie wissen Sie nicht. Sie müssen auch nicht sprechen, Sie müssen nicht fragen, nicht verzagen, nicht klagen, nicht über das Böse sprechen. Nein. Sich von dem Bösen lösen, mit dem Guten verbinden. Und dann ist gut. Nun, liebe Freunde, wie gesagt, so beschränkt bin ich nicht. Ich muss weiter und ich werde auch weiter. Tja, Sie haben oft gehört, es war ja auch schon so weit. Es war ja auch schon in Südamerika ein Zimmer, wie ich von Freunden erfahren, die jetzt hier in Deutschland sind, dass ich rüberkommen sollte. Nur andere haben das zu verhindern gewusst. Ich sage Ihnen keinen Namen, fürchten Sie nicht. Es wurde nicht. Viele andere Freunde sind auch dazu übergegangen. Ich ging noch nicht. Hier wäre ich rübergekommen. Man hat mir aber nichts mitgeteilt. Nun haben wir hier eine liebe Frau, die ist zwar Deutsche, aber wohnt in Südamerika. Wie heißt denn das da? In Buenos Aires. In Buenos Aires. Ja. Ist sie nun extra zur Gründung gekommen oder ist sie nur zu ihren Verwandten oder wollte sie eins mit dem anderen verknüpfen? Das ist gut, nötig hat, braucht sie mir nichts zu sagen. Aber dass auch hier, liebe Freunde drüben, genauso viele, viele unserer Mitmenschen sind, hat mit Nationalität jetzt nichts zu tun. Aber auch Menschen, die vom Bösen erfasst sind und da frei sein möchten. Na, und hier? Das Gleiche. Ach, sollte ich vielleicht die Freunde, die einer anderen Nationalität angehören, nicht aufsuchen, sie nicht erfassen? Wollen Sie mir die Freiheit nicht geben? Soll ich immer hier sitzen, immer dasselbe nur reden, sie immer nur ermahnen? Und sie tun nicht das Rechte. Ich wäre heilfroh, wenn es zu dem käme,
wenn ich Sie wenigstens einmal im Jahr aufsuchen könnte. Wäre auch für Sie ein größeres Glücksgefühl. Wenn Sie sagen, er will sich von uns lossagen, hat mit dem nichts zu tun. Aber vergessen wir unsere Nächsten nicht. Vergessen wir vieles nicht. Sie gehören auch zu uns, wie wir zu Ihnen gehören. Sie gehören auch zur großen Familie. Aber wer doch das Gute bejaht, und jetzt, wie Sie es doch wissen müssten, sich vorzubereiten schon für die nächste Stunde. Für die Stunde, wo ich wieder hier sein darf. Bereiten sich dafür vor, weil ich da selbst am 6. Dezember wieder hier bin, um Sie vorzubereiten, was für Sie Ihre eigene Geburt bedeutet. Lösen Sie sich da, Freunde, ich bereite Sie heute schon darauf vor. Tun Sie jetzt was, ich bin ja auch nicht untätig. Ja, Sie brauchen Ihre 8, Ihre 10, 12 Stunden Schlaf. Sie brauchen Ihr Essen und Trinken. Sie glauben auch, Sie brauchen die Ruhe und haben Sie nicht, aber Sie glauben, das muss alles so sein. Ich will das alles gar nicht. Ich muss nicht nur mehr, sondern ich kann schon mehr tun als Sie alle zusammen. Denn weil Sie schlafen, wache ich, da bete ich. Denn da empfangen Sie am besten. Aber was wissen Sie davon? Ich muss es Ihnen nicht sagen. Eines, was ich muss, es tun. Und immer wieder taucht die Frage auf, und was tun Sie? Was tut der Einzelne für sich selbst? Wie dumm es doch manchmal klingt, wenn Menschen kommen und sagen, der König, beweisen Sie uns das. Dann glaube ich, Körnchen für dich glaube ich, aber dass du so dumme Frage stellst, mir so etwas Dummes sagst, ich soll dir beweisen, ich habe das Gute nicht nötig, ich besitze es. Aber du hast es nötig und ich soll dir das beweisen? Nein, ist doch komisch, dumm. Ich gebrauche nicht gern das Wort. Das ist idiotisch, das ist Idiotie. Nein, aber es klingt komisch. Was die Menschen doch verlangen. Ja, sie leben auch in diesem. Auf das eine Wörtchen verlangen, nicht erlangen. Das macht ihnen viel Arbeit. Erlangen, ja wie, ach, ich verlange. Umgekehrt komme ich auch und sage, ja, ich verlange jetzt, ich will nicht persönlich werden, dass sie mir ihren Anzug, ihr Kleid geben, dieses, das und jenes geben. Ich verlange, dass sie jetzt aus ihrer Wohnung rausgeht, das ist jetzt meine. Na, was würden Sie dann sagen? Das ist Verlangen. Aber Sie verlangen ja doch mehr von Gott selbst. Sie verlangen, Sie, die meisten, fast alle Menschen verlangen. Ja, dass Sie erlangen sollten, all das, was für Sie bestimmt ist. Davon wissen Sie nichts, wie ich schon sagte. Und das wäre auch zu viel Arbeit. Und jetzt noch dieses Werk, jetzt noch die Gemeinschaft, jetzt noch zur Gemeinschaft schon gekommen. Freunde, auch jetzt zuletzt hat sich gezeigt, wir haben einen Teil Freunde, Gott sei Dank, los, die nicht echt waren, die da und dort hörten, er darf's nicht mehr tun, dann haben sich rausgezogen. Auf der anderen Seite, wo so ein Würmchen wühlte, wo es alles dazu tat, Böses aufgenommen, den Freunden das Böse gegeben, da sagten sie, nein, da gehe ich nicht mehr hin. Glauben Sie, dass ich heilfroh bin, dass dadurch nur die Ruhe zustande kommen kann, dass es so leicht keine Störung gibt? Aber jetzt glauben Sie auch, dass ich mein Augenmerk noch mehr darauf richten werde. Das werde ich tun. Oh. Wer noch nicht so einwandfrei ist, das heißt, wer durchaus hier stören will, den weiß ich auch anders herauszubuxieren, ihnen nichts Böses zu tun, das kann ich nicht. Aber sage halt, du nimmst erstmal Abstand, du lernst erstmal draußen. Bis du genug vom Bösen erfasst bist, dann kommst du zur Erkenntnis und dann kannst du wiederkommen. Dann ja. Ich könnte Ihnen im Einzelnen gesehen auch mal so gehen.
das mal beiseite gestellt. Und so Sie zur Erkenntnis gekommen, da kommen Sie. Sprechen Sie offen. Jetzt habe ich erkannt. Und dann werden Sie wieder aufgenommen, sonst nicht. Ich mag schon keinen anzuschauen, sonst. Ich meine, ich könnte Sie mir schon einzeln rausholen, das kann ich auch tun. Aber soweit möchte ich nicht. Sollten Sie in der nächsten Gemeinschaftsstunde kommen, bitte nicht unvorbereitet kommen. Vorbereitet kommen. Bereiten Sie sich für alles vor. Tun Sie es. Nicht äußerlich. Nicht das Kleid tut's. Und wenn Sie im Arbeitskleid kommen. Und wenn Sie gerade aus dem Kohlenkeller kommen, das bleibt sich doch gleich. Ich schaue nicht auf das Äußere, sondern ich schaue auf das Herz und schaue auch da hinein. Ich schaue nicht auf das Äußere. Nein, auf das Innere. Eines jeden Menschen. Ob und inwieweit er noch einen guten Kern hat. Darauf schaue ich. Also, ich glaube Ihnen jetzt so viel gesagt zu haben, dass Sie mit dem von mir Gesagten auch wissen müssten, was Sie sich selbst schuldig sind. Und dass Sie jetzt zur Selbsterkenntnis kommen. Ich schließe jetzt ab, liebe Freunde. Wir sprechen uns nachher noch. Ich lasse erst das Tonband noch laufen. Indem ich Ihnen alles Liebe, Gute wünsche. Ich habe nur einen Herzenswunsch. Dass Sie jetzt wirklich das tun, was Sie sich selbst schuldig sind. Tun Sie es, dann dienen Sie Gott. Für dieses Dienen wird Gott Ihnen den Lohn geben. Und Sie werden das Heil von ihm, das von ihm ausgeht, auch am eigenen Körper erfahren. Das ist das, liebe Freunde, was ich Ihnen hier von ganzem Herzen wünsche. Ich wünsche Ihnen viel Glück und Gottes reichen Segen. Dabei vergesse ich nicht Ihre Nächsten, nicht all denen, die auch zu uns gehören und nicht hier sein können, welche, gar viele, nicht hier sein wollen. Ich verachte keinen. Ich schenke jedem Menschen die Beachtung, die wie er sich verdient hat, wie er es auch würdig ist. Ob er nun auch dem Bösen verfallen, dem Bösen gar ausgeliefert, da habe ich mein größtes Augenmerk. Da sehe ich meine größte Pflicht, auch dann, wenn er sagt, er kann nicht glauben, ihn frei zu machen, ihn wirklich zu helfen. Nicht nur den, der zu mir kommt und sagt, ich glaube. Nein, Freunde. Dann ist er gut, wenn er glaubt, wenn er nur den richtigen Glauben hat. Ich weise ihn wohl darauf hin, welches der richtige ist. Aber er selbst entscheidet. Er selbst hat sich zu entschließen. Aber ich gehe dahin, wo die Not und das Elend groß ist. Und einen Teilausschnitt gebe ich ihm jetzt zu hören.